Ja, wir Ingenieure 22 rackern uns immer noch mit den Planänderungen ab und mit den und im Planfeststellungsabschnitt 1.1, also bei dem Tiefbahnhof, da sind wir inzwischen bei der 14. Planänderung angekommen. Das ist immer wieder ein Haufen Holz. Manche bekommen wir gar nicht mit, aber diese 14. ist doch irgendwie aufgeschlagen, obwohl, wissen Sie, was die 14. Planänderung eigentlich ist? Es ist offiziell nur die Änderung der Bauweise des Lesenbach-Dükers. Also, jetzt kann ich in getreu dieser alten Serie, die wir da schon hier an dieser Stelle hatten, wussten Sie schon fragen? Wussten Sie, dass wir als Bürger der Stadt Stuttgart gar nicht über die 14. Planänderung informiert worden wären? Nur die sogenannten Träger öffentlicher Belange sind in das Verfahren einbezogen worden. Es gibt keine öffentliche Anhörung, obwohl, und das werde ich im nächsten ausführen, obwohl die Änderung alle Bürger dieser Stadt betrifft. Zusammen mit dem Landesnaturschutzverband haben wir Ingenieure 22 in einem Arbeitskreis am 21. Januar dieses Jahres eine öffentliche Anhörung gefordert. Ich zitiere jetzt aus dem Schreiben, verkürze so ein bisschen, sonst stünden wir noch lange hier. Mit der 14. Planänderung wird die grundlegend geänderte Bauweise des Lesenbach-Dükers und eine daraus resultierende Unterbrechung des Stadtbahnbetriebes zwischen Staatsgalerie und Hauptbahnhof beantragt. Während im ursprünglichen Erläuterungsbericht für den Planfeststellungsabschnitt 1.1 auf Seite 241 steht, dass der Stadtbahnbetrieb auf dem bestehenden Gleis 4 vom Hauptbahnhof zur Staatsgalerie für nur rund 14 Tage eingestellt wird, ist jetzt bekannt geworden, dass wegen der geänderten Bauweise des Dükers mit einer Unterbrechung von mehr als 2 Jahren zu rechnen ist. In den Plan- und Änderungsunterlagen selbst finden sich lediglich auf Seite 26 die Sätze: Die beiden bestehenden Stadtbahntunnelabschnitte Achse 1 und Achse 4 sind während der Bauzeit des Dükers vollständig außer Betrieb. Das heißt, es fährt nichts zwischen Hauptbahnhof und Staatsgalerie. Außerdem wird mit der 14. Planänderung eine Unterbrechung des Stadtbahnbetriebs zwischen Staatsgalerie und Charlottenplatz beantragt. Dies geht jedoch nur implizit aus einem Abschnitt 3.13.6 des Planänderungsantrags hervor und das Wort Unterbrechung kommt da nicht ein einziges Mal im Antrag vor. Wir meinen deswegen, dass die Information für die betroffenen Nutzer der Stadtbahn nicht ausreichend ist. Über die Dauer dieser Unterbrechungen liegen zum Zeitpunkt des Briefschreibens unterschiedliche Angaben vor. Wir schreiben, dass wir davon ausgehen, dass der Stadtbahnbetrieb für viele Monate unterbrochen werden muss, während im ursprünglichen Erläuterungsbericht, Stand 2004, planfestgestellt 2005, steht, dass die notwendigen Arbeiten in den Nachtpausen durchgeführt werden. Dass diese Änderung, die noch nicht einmal mit der Änderung der Dükerbauweise etwas zu tun hat, im gleichen Planänderungsverfahren wie die Dükeränderung beantragt wird, ohne das überhaupt irgendwo zu benennen und noch nicht mal in der Überschrift, das muss als Versuch der Verdeckung eines Planungsfehlers von Bahn und SSB bezeichnet werden. Weiß man denn nun um diese Probleme? Wir haben in dem Brief ausgeführt, dass wir gesehen haben, im Jahr 2009 hat die SSB die Verantwortung für die Planungen des Stadtbahnumbaus übernommen und dann erkannt, dass der Umbau der Stadtbahn unter rollendem Rast besonders schwierig ist und nur mit sehr großem Aufwand zu machen gewesen wäre. Dies hat auch jetzt Herr Reichle bei einer Sitzung des Bezirksbeirats Mitte am 13. Januar diesen Jahres mitgeteilt. Man muss jetzt natürlich die Frage stellen, warum die SSB die Öffentlichkeit erst jetzt informiert und nicht zum Beispiel schon vor der Volksabstimmung am 27. November 2011.
Selbst in so wichtigen Dokumenten wie der Kreuzungsvereinbarung und der Bauabwicklungsvereinbarungen, die zur Umbau der Staatsgalerie 2012 abgeschlossen waren, da sind diese heiklen Punkte ausgespart. Die werden gar nicht erwähnt. Bei der Vorstellung der Auswirkungen des Umbaus der Haltestelle Staatsgalerie versucht die SSB nun den Eindruck zu erwecken, dass das alles gar nichts mit der 14. Planänderung zu tun hat, sondern ohnehin gemacht werden muss. Und so hat es auch Herr Reichle neulich im 8. April in der Bezirksbeiratssitzung West dargelegt. Man möchte nämlich jetzt mit allen Mitteln versuchen, die Planänderung ohne die Verzögerung der Ausschreibung einer öffentlichen Anhörung durchzubringen. Da ist der Hase nämlich im Pfeffer. In dem Schreiben schreiben wir dazu, schon 2011 hat Hani Aase auf die Probleme bei der Kreuzung Tiefbahnhof Haltestelle Staatsgalerie hingewiesen. 2011. Man hat aber das Problem so lange ausgesessen und zum spätestmöglichen Zeitpunkt auflaufen lassen, um den Entscheidungen für das Projekt keine Hemmnisse in den Weg zu stellen. Das haben wir inzwischen oft erlebt. Ja? Kosten wurden nicht offengelegt. Erst als alles in trockenen Tüchern war, hat man dann die Katze aus dem Sack gelassen. Und nun sollen die Folgen dafür von der Bevölkerung von Stuttgart und der Umgebung geduldig ertragen werden. Die Genehmigungen der notwendigen Planänderungen werden praktisch unter der Hand den laufenden Planänderungsanträgen untergeschoben. Deswegen fordern wir eine erneute öffentliche Auslegung der Planänderungsunterlagen ist zwingend geboten. Was ist dazu zu sagen? Man kann nicht Bürgerbeteiligung predigen und dann die betroffenen Bürger von den Entscheidungen ausschließen. Auch nach 3 Monaten haben wir vom Empfänger Eisenbahnbundesamt keine Antwort bekommen auf unser Schreiben. Und das Regierungspräsidium Stuttgart hat lediglich den Eingang dieses Schreibens bestätigt. Und währenddessen wiegelt die SSG ab. Man sagt schön färberisch, alle Stationen würden angefahren und der 10-Minuten-Takt bliebe erhalten. Doch das nützt nichts. Was nützt uns das Anfahren? Wir wollen durchfahren. Speicherkarte voll. Jetzt müssen wir dann, wenn diese Änderungen kommen, ein- oder zweimal umsteigen, um von A nach B zu kommen. Was dafür Zeit zusammenkommt. Und ein ungeübter Nutzer, der weiß überhaupt nicht, wo die Stadtbahnen jetzt noch rumfahren und wie er von A nach B kommt. Immerhin gibt man bei der SSB inzwischen zu, dass es so kommt, wie wir es seit langem befürchten. Auf Anfrage der Grünen nennt die SSB jetzt konkretere Sperrzeiten. 9 Monate ab Mitte 2016 für die Linien U1, U2, U4 und gut 2 Jahre, was das schon heißt, gut 2 Jahre, ja, für U9 und U14 ab Mitte 2017. Und die U11 lässt man gleich unter den Tisch fallen. Und das alles für einen leistungsschwachen, viel zu teuren Bahnhof. Da sagen wir doch lieber, oben bleiben. Vergessen, da werde ich aber nachher ganz schön Prügel bekommen. Wir werden einen kleinen Flyer verteilen, nachher auf der Demo, indem wir darum bitten, uns zu unterstützen bei unseren Ausgaben, die wir für eine Personenstromanalyse ausgeben müssen. Wir müssen Programmkosten und Support kaufen. Wir Ingenieure machen für den Tiefbahnhof und auch für den Kopfbahnhof Personenstromanalysen, um endlich festzustellen,
ob der dass der Tiefbahnhof zu klein ist, dass er nicht richtig bei der vollen Besetzung richtig entfluchtet werden kann, dass da zu lange Räumzeiten kommen. Und das kann man nur mit einer professionellen Software machen. Diese Flyer werden also verteilt. Ich glaube, sie sind DIN A5. Bisschen kleiner, ist unser Konto drauf. Das wäre gar nicht schlecht, wenn wir, also ich muss jetzt nicht hier gleich bar auf die Hand, sondern da darf man ruhig zu Hause drüber nachdenken, ob man da uns mal einen Betrag zukommen lassen kann. Würden uns sehr freuen. Dankeschön. Danke dir, Deutschland, wieder.